Es gibt neue Influencer-Produkte und wir freuen uns richtig darauf, diese jetzt in unseren Mund reinzuscheppern. Und wir fangen direkt an mit etwas Fantastischem von drei Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, dementsprechend sehr unvoreingenommen da reingehen kann, weil sie haben große Communities. Und wenn ich da was Falsches sage, werde ich nicht eingeladen auf einen coolen LA-Trip. Deswegen wird das jetzt schon safe eine 10 von 10, Jungs. Es gibt 4 Kaugummis zur Auswahl. Diese wunderbaren Produkte, der VitaVate, ist tatsächlich von Eli, von Sydney und Niklas Wilson. Fußball spielen die alle. Ich weiß, dass das Eistees sind. Diese Geräte hier kosten jeweils 1,99 Euro. Preise variieren, ich sage es mal dazu. Was aber nicht variiert natürlich ist meine Marke, Fivi. Da gibt es nämlich Sachen für eure Küche. Fivi.gg ist die URL zu eurem persönlichen Glück, falls ihr was für die Küche braucht. Messer, Töpfe, Pfannen. Mit gar keinem Code, also den von meinem Cutter, von Dustin, mit dem Code KPZN für Kapuzen. Boy, kriegt ihr keine Prozente. Also ihr könnt KPZN eingeben und ihr kriegt wirklich 0% in eurem Warenkorb. Aber schaut mal vorbei und benutzt den Code und bestellt einfach so Sachen und unterstützt uns hier. Wir haben hier Cola-Sauergeschmack, Zero-Kaugummis. Das heißt, pro 100 Gramm sind es 184 Kalorien. Das ist mal eine Kippe. Warst du gestern auch Club? Das Loch gegeben. Das ist so eine komische, ey. Das Wichtigste bei Kaugummis ist natürlich, wie lange der Geschmack sich hält. Deswegen kaue ich gerade auch so aggressiv und lange. Ich sage immer so ab 3-4 Minuten aufwärts sollte das schon noch am Start sein. Hier sind so kleine, und ich glaube, das sind diese sauren Sachen da drin. Das ist nämlich Cola sauer. So kleine Punkte noch mit drin. Seht ihr das? Die so ein bisschen aussehen wie so ein Schulboden aus den 80ern. Ich glaube, das sind solche kleinen sauren so Spots. Und die kommen immer wieder mittendrin durch. Also es bleibt durchgängig sauer. Der Cola-Geschmack hingegen ist jetzt schon nach nicht mal einer Minute eigentlich weg. Schmeckt auch ein bisschen wie so eine Cola, die man mit Sirup-Pulver so auffüllt. Grüner Apfel. Schmeckt lecker. Dann haben wir hier Tropical. Sieht ein bisschen aus wie diese Prank-Chili-Bonbons. Coole Farbe, aber. Vorwarnung bei Tropical, es gibt 2 Wege, wie man das richtig auslegen kann. Und das ist schon sehr, sehr derb. Das ist schon, als wenn du 2 ACE-Esslöffel gerade hintereinander reinpumpst, so vom Anfangsgeschmack. Also es ist auf jeden Fall stark, muss man sagen. Also das ist schon ordentlich. Und jetzt haben wir hier noch rote Früchte. Also ich habe einen klaren Favorite und das ist auf jeden Fall der grüne Apfel. Der ist tatsächlich sehr lecker. Ich finde Cola und Sauer okay. Das schmeckt halt wie so eine semi-geile Cola. Finde die beiden hier, rote Früchte und Tropical-Geschmack, bisschen zu krass. Also das hier, es ist Shisha-Tabak so ein bisschen. Es wird aber recht schnell wieder okay. Also es fängt sehr derbe an, da wo die beiden, so, also wo das hier vor allem so ein bisschen laggt in Intensität. Das holen die beiden nach hinten raus gut auf. Das hier, das Tropical-Ding, das habe ich aber schon bei vielen Sachen. Das ist auch so tropische Limo oder sonst irgendwelche Sachen, da kannst du dich einmal verschießen. Insgesamt würde ich aber eher sagen, dass bei mir so eine 5 von 10 ist. Genau das Mittelfeld. Ein paar Sachen finde ich super, ein paar Sachen finde ich okay, ein paar Sachen finde ich derb und ein paar Sachen gehen für mich gar nicht. Dann sind wir genau in der Mitte angekommen. Das finde ich alright. Dann braucht man jetzt was zu trinken, würde ich sagen. Wir machen weiter mit Numero Dos. Das ist der Emio-Drink von Emir. TikToker mit 6,6 Millionen Follower. Ich gucke nach oben, weil wir haben es gerade rausgeschrieben. Ich möchte das hier alles richtig auflisten. Bei uns kosten die 99 Cent. Der hat verschiedene Drinks rausgebracht mit der gleichen Firma, wo auch Rob seine Chips macht, muss man sagen. Die machen eigentlich sehr geile Sachen. Die machen auch die Hey Moritz-Kaugummis. Wir haben die Emio-Limonade. Viele machen Limos, ne? Limo-Eistee war es erst, dann wurde es Limo. Amazing Apple. Ich habe extra ein Weinglas vorbereitet. Apfelig, neongrün. Oh, ich dachte, das wäre jetzt super süß. Ist es überhaupt nicht. Sehr mild, leichter Apfelgeschmack im Hintergrund. Schmeckt gar nicht super süß oder pappig auch danach im Mund. Ist alright. Das noch richtig, richtig kalt, kann ich mir spannend vorstellen. Das hier klar zu erkennen, Drachenfrucht, Kirsche, Melone. 10% Frucht, Vitamin B12 ist auch drin. Boah, der riecht super süß. Der roch aber auch sehr süß. Wieder das Gleiche. Super, wie so ein Sirup-Geschmack. So ein Sirup, den man einfach da so reinpresst. Riecht unfassbar süß, schmeckt gar nicht süß. Ja, das finde ich voll alright. Finde ich cool. Mit Vitamin C. Ach, die haben andere Vitamine auch noch. Der hat B12, der hat Vitamin C und der hat hier auch Vitamin C. Das ist jetzt hier klassisch Orange. Oh, das sieht wirklich so aus, wie wenn du Orthomol genommen hast und danach richtig pissen musst.
Es riecht wie gasförmiger Zucker, wenn du da dran schnüffelst. Das ist unfassbar. Die sind total lecker. Also lecker, fruchtig. Im Hintergrund, die riechen halt einfach nur pappig süß, aber sie sind es nicht wirklich. Das finde ich super spannend. Das ist eine 7 von 10, würde ich dem geben. Machen wir mal weiter mit einer kleinen Überraschung. Es geht jetzt weiter und zwar mit den Tim Melzer Eissorten. Nicht nur von Tim Melzer alleine, sondern von Fu Eis auch noch. Tim Melzer hat das Ganze gemacht. Jede Packung kostet 5,99 €. Da gibt es unfassbar viele crazy verschiedene Eises. Wir haben einmal Pistazie White Chocolate. Gebe ich zu, habe ich schon mal selber privat gegessen. War ganz lecker. Sieht krass aus, oder? Richtig krasses Eis. Cool designed. 500 ml drin. Ist derbe. Also knallt auf jeden Fall gut in die Birne rein, aber auch super, super, super lecker. Homemade Premium, das macht Tim tatsächlich selber bei sich in der Küche zu Hause mit dem Thermomix. Und dafür kriegt er ganz schön viel Ladung raus. Wir haben das absolute Super-Eis, und zwar das Franzbrötchen-Eis. Wir haben kleine Franzbrötchen-Krümmel, Zimtkrümmel, rundum umgeben von einem wunderbaren Eis mit noch ein bisschen Caramello. Das ist komplett geil, das ist krank lecker. Der Mann hat halt wirklich Franzbrötchen in die Welt gebracht. Oftmals stelle ich mir nachts auch vor, wie Tim Melzer Franzbrötchen gebärt. Das macht mich ein bisschen geil und irritiert mich auch ein bisschen. Strawberry Balsamic Blast. Ein veganes Erdbeer-Basilikum. Basilikum. Basilikum oder Balsamico? Balsamico. Balsamico? Balsamico, der Essig. Ja. Da ist der Essig drin, nicht da Basilikum. Ist der Essig drin. Balsamico. Da steht Balsamic. Ja, Balsamico. Da ist doch kein Essig drin. Balsamico. Da ist doch kein Essig drin. Doch. Da ist doch kein Essig hast drin. Hast du noch nie Erdbeeren mit Balsamico gegessen? Nee. Du hast was verpasst. Da ist tatsächlich Balsamico-Essig drin. Ja, ich dachte, das ist Basilico, Basilikum. Balsamico. Balsamic könnte doch auch sein, dass es eine Abkürzung für Basilikum ist. Nein, das ist Basil. Das ist im nächsten Eis drin. Ei drin. Ja, jetzt hast du mir richtig gegeben gerade. Das ist ganz normal hier, das ist ganz normal hier. Okay. Wir kämpfen wie zwei Gentlemen. Wir kämpfen wie zwei Gentlemen. Keiner. Schmeckt fruchtig erdbeerig. Da ist noch so ein bisschen dickeres Gelee mit am Start oben drauf. Aber Franzbrötchen immer noch mal eine Nummer krasser, sage ich. Oh, die Frische in Person. Basilikum Zitrone. Hier oben sehen wir schon frischen, gedingsten Basilikum. In wieder so einer Art Gelee oder so einem Kratzeis. Hier, guck mal, das ist so ein Kratzeis. Oh, boah, ist das, boah, oh, da ist der Flavor drin. Boah, brr, ui. Oh, holy shit. Oh, ui. Und dann dazu, was war's? Zitrone. Das ist auch Zitroneneis, aber das hier ist auch so zitronig. Komm mal her, ich schab dir was davon ab. Ja, schab mir mal was von deinem Basilikum. Ich schab dir was vom Flavor ab. Nee, da ist auch Zitrone drin. Das ist so heftig. Ich bin bereit. Wie stehst du Center Shock? Boah, ich hab Mutprobe und die habe ich nicht bestanden in der Grundschule. Ja, dann viel Spaß. Das zieht mir bis in meine Ohren. Ja, aber mit dem Zitroneneis dazu. Du bist ja die größte Zitronenesserin. Geil. Ja, erfrischend, geil und lecker. Mit Wodka? Krank. Tschüss. Weiter geht's. Oh, Pure Vanilla. Only for basic bitches. Kannst du gerne so übernehmen, Tim. Only for basic bitches darunter. Vollmundig, lecker, geil. Leckere Vanille. 9, 10, 9, 10, 10. 100 Pro. Die sind nur geil. Teile davon so. Es ist anders als Ben & Jerry's. Es ist nicht zum Kiffen. Es ist so, um klarzukommen, dass Tim Melzer dich 4,5 Stunden angeschrien hat, weil du einen Burger nicht richtig zusammengesetzt hast. Da kommst du gut mit runter wieder. Also wenn ich einmal kochen müsste vor Tim Melzer. Was ist das für ein Lappen? Und dann wäre ich so. Es geht weiter mit einem absoluten nächsten Premium-Produkt. Und zwar von dem Chef höchstpersönlich von Capital Bra, Bra, Bra. Der hat auch Kaugummis rausgebracht. Einmal Minze und einmal rote Früchte wieder haben wir hier. Also in direkter Konkurrenz zu den Dreaming-Jungs. Kostet 1,49 Euro bei uns. Ist dementsprechend 50 Cent günstiger als das Produkt der Jungs. Ist von der Form her gleich, aber ein bisschen kleiner. Schauen wir mal, ob der Geschmack dementsprechend sich verändert.
kann ich jetzt schon sagen, weil das ist ja eine Sorte, die auch hatten. Viel weniger intens am Anfang und viel sanfter. Schauen wir mal in die Minze rein. Auch hier wieder, wie beim Apfel. Extreme Farben, ey. Das kann nicht gut für dich sein, dass du so gefärbte Sachen in dich reinschepperst, oder? Du pickelst nachher so einen Regenbogen. Boah. Das ist wirklich so, wenn du probierst, wenn du überfordert bist, dass deine Eltern früher nach Hause gekommen sind und du derbe High bist. Das ist wirklich genau so ein Kaugummi, um dann zu verdecken, dass du nur noch nach Minze riechst, aber aus jeder Körperöffnung. Gleiches Thema wie bei den Vita-Welt-Sachen. 5 von 10. Weiter geht's. Juicy Wow. Sachen, die man sonst nur zu mir sagt, wenn ich nackt im KitKat stehe. Jetzt haben wir einen der Geschmäcke. Das ist Pink Grapefruit. Wer das gar nicht kennt, das ist tatsächlich von Julienko. Ich glaube, die Markenseite auf Instagram hat dann am Tag fast schon 100.000 Follower. Das ist richtig geisteskrank, aber Julienko halt. Kostet 2,99 €, gibt es in 3 verschiedenen Sorten. Cherry Lemon, Peach Passion Fruit und das, was wir hier haben, Pink Grapefruit. Ist ein Sirup, haben viele gemacht. Ich glaube, Konkurrenzprodukt zu More, ne, mit den Sirups. Ist zuckerfrei für 8 Liter. Machen wir erstmal das, was alle wollen natürlich. Ja, man reißt das ganze Ding mit ab. Das ist ja übel stupid. Boah, riecht intens, ist aber natürlich auch ein Sirup. Dann schauen wir mal, ne? Damit soll ja jedes Wasser so gut schmecken, dass man kaum klarkommt. Oh, echt? Viel zu viel. Hast du nicht gelesen? Das ganze Ding rechnen? Nee, ich hab nicht gelesen. Ich lese doch das nicht. Pink Grapefruit auf euch, Leute. Es hat gebrannt wie eine Grapefruit, aber nur für eine Millisekunde im Hals. Das brennt wirklich nur im Hals. Und ansonsten schmeckt das nach sehr, sehr wenig. Ich weiß auch, woran es liegt. Da ist noch nicht genug drin. Was denn? Au! Oh, das brennt so im Hals. Willst du mal einen Schluck? Das brennt jetzt schon in den Augen. Nicht so viel, nicht so viel. Spinnst du? Oh, meine Tränenkanäle. Es ist eher eine 3 von 10, sage ich ganz ehrlich. Trinkt Wasser. For real. Weiter geht's und zwar mit dem Vita-Warte-Tee. Wir haben einmal Meerfrucht-Vanille-Tee, wir haben dann dazu noch Pfirsich und dann einmal Hibiskus, was super cool ist vom Flaschendesign. Hibiskus, let's try. Jeder einzelne kostet übrigens 1,49 €. Mhm. Leicht bitter, aber auch erfrischend. Bisschen minzig, lecker, weniger Zucker, finde ich gut. Schauen wir mal bei Pfirsich mit rein. Mhm. Finde ich gut, das hat, ist wirklich so schön teeig. So, du hast so einen super leckeren, aromatischen, leicht bitteren Flavor erst in den Wangen am Anfang. Danach kommt leicht immer entweder der Hibiskus oder der Pfirsich noch mit raus. Finde ich gut. Schauen wir mal hier. Meerfrucht Vanille. Grüntee ist drin, 100% natürliches Aroma. Ein bisschen wie Süßungsmittel. Der hier ist es weniger, dieser Meerfruchtvanille, aber die Geräte hier finde ich tatsächlich sehr lecker. Insgesamt würde ich hier ganz gut hochgehen und würde den auf jeden Fall eine gute 8 von 10 geben. Die finde ich sehr lecker. Next. In line. Nicht wundern, eine ist schon weg, die haben wir hier schon privat vertilgt, ich habe aber noch nicht probiert. Das hier sind von der Rügenwalder Mühle, die mit Abstand die besten veganen Ersatzprodukte machen. Change my mind. Mühlensnack auf Basis von Weizen, Pulled Porked, Proteinquelle, ungekühlt haltbar von dem wunderschönsten Mann, den wir da draußen kennen und lieben, Paul to the Ribke. Pulled Pork, weil ist ja kein Schwein drin. Deswegen Paul, das ist ja der Wortwitz. Kostet die Nummer 3 Stück sind immer, ne? 3,29 €. Ist schon hart, ne? Sieht ein bisschen aus wie eine Veggie-Karazza. Und auch von innen sehr ähnlich. Liebe Veggie-Karazza. Let's try. Ist ein Snack, ne? Hier hinten steht drauf, von seinem Zitat selber, ich mag kein Schwein, aber veganes Pulled Pork, Entschuldigung, in rauchiger Soße, das ist lit. Ich find's alright. Ich find eine Veggie-Karazza von der Rügenwalder normalerweise rauchiger als diese Soße hier drin. Das schmeckt ein bisschen wie Ketchup. Dennoch ist es ja ein Snack. Das hier ist ein Tankstellen-Snack bei mir. Also für so tagsüber oder mal so für zwischendurch. Dann kriegt man Leute auch schwer weg von Chips, finde ich, oder noch irgendwelchen anderen Kleinigkeiten oder einem eigenen Brot. Ersetzt das ein eigenes Brot, was ich mir schmiere? Nein. Ist es scheiße? Mm-mm. Trockenes Brot halt, aber wie gesagt, für so eine Fahrt oder meine Raststätte oder sowas finde ich das einen idealen Snack, um mal auszuweichen. Ich sehe das an jeder Tankstelle in Deutschland. Das ist für mich da ein idealer Snack. Schön süß, weniger rauchig, finde ich. Ansonsten ähnlich zu einem tatsächlichen
tatsächlichen Pulled Pork und auch ganz lecker. Ist eine 7 von 10 für mich. Das war's jetzt erstmal für heute. Diese Sachen waren schon ganz schön wild, aber es gibt natürlich noch mehr Sachen auf dem Influencer-Markt, die bald auf euch warten hier. Wir haben noch eine zweite Episode, die jetzt bald kommen wird, mit absolut noch wilderen Sachen. Bleibt auf jeden Fall ran. Welche Sachen von Influencern oder Influencerinnen sollen wir nochmal testen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.